Sandra. Diese Frau machte Berlin über Tage ganz verrückt. Paris Hilton rührte die Werbetrommel für ein Dosengetränk, feierte und verspätete sich, wo sie nur konnte. Über 3 Stunden warteten Fans und Fotografen am Potsdamer Platz. Dann endlich kam die Hotelerbin zur Winterwelt, posierte und begrüßte die Berliner persönlich. Hi, guys. Hi. Im Anschluss gab es Autogramme und Fotos. Und tatsächlich zeigte sich Paris Hilton auch von ihrer mutigen Seite. Auf Europas größter mobiler Rodelbahn hatte die Blondine mächtig Spaß. Paris beim Rodeln, das hat man noch nie gesehen. Und weil es so schön war, gleich noch einmal. Diesmal rodelte Paris allerdings mit Sonnenbrille. Das war doch ein schöner Abschluss. Tschüss, Paris, und schöne Weihnachten.